Das habt ihr euch freilich gut ausgedacht. Die Barbara Ziemann, der Robert Stadlober. Wer war da noch dabei? Die Svenja Schildteininger, Schorsch Peros und ich auch jetzt dabei bei dem. Schaß, schau dir halt rein in das Gerät und freut euch und hofft, dass es euch ein bisschen besser geht in eurer erbärmlichen Situation. Herzlich willkommen im Leseklub. Mein Name ist Barbara Ziemann und die junge Frau, die Sie soeben im Bett liegen sehen haben, heißt Lydia Haider und sie ist eine außergewöhnliche Autorin und dadurch, dass sie aber noch circa 1 Million andere Talente hat, ist sie auch noch die Chefpredigerin einer Band, die den vorzüglichen Namen Gebenedeit hat. Und wenn Sie später dann nach dieser Sendung weiter im Internet herumschlurfen, dann werden Sie, wenn Sie sich ein bisschen umschauen, ein niegelnagelneues Musikvideo von Gebenedeit finden, das voll mit Lydia Haiders Stimme ist. Ich sollte vielleicht noch kurz erwähnen, warum ich so seltsam heute herumsitze. Also eigentlich hätte ich ja auf dem Boden liegen sollen. Nur sind wir vorher drauf gekommen, dass es total komisch aussieht. Deswegen sitze ich da und alles tut mir schon weh. Und das habe ich mir aber nicht selbst ausgedacht, sondern Schuld ist die außergewöhnlich atemberaubende Künstlerin Svenja Schildteininger, neben deren Gemälden ich gerade sitze, nur habe ich sie falsch ausgedruckt. Also es sollte eigentlich dieses hier, das ockerfarbene, sollte eigentlich 1,30 m mal irgendwas sein, aber es ist ein bisschen was schiefgegangen und das ist aber richtig von der Größe her. Und es sind diese zwei Bilder heißen zwei Gedanken, nämlich Two Thoughts und sie sind gerade in Italien ausgestellt in Reggio Emilia. Man kann den Raum aber, glaube ich, gerade nicht besichtigen. Und ja, und da muss ich noch sagen, dass der Leseklub jetzt eine neue Kamerafrau hat. Sie heißt Judith Stehlik und man kann sie nicht sehen, was sehr, sehr bedauerlich ist, aber man sieht ihre Bilder. Es war einmal ein Dichter, der lebte in Frankreich und er hieß Georges Pulot. Und es begab sich aber, dass in seinem Verlag ein anderer Autor auch fast genauso hieß und deswegen nannte er sich einfach anders. Und den Namen, den er für sich fand, das war Georges Perus. Und er war der Überzeugung, dass die Biografie eines Dichters nicht den geringsten Aufschluss über das gibt, was er schreibt. Und deswegen fallen wir heute ein bisschen mit der Tür ins Haus und ich sag fast gar nichts. Und wir steigen jetzt direkt ein bei einem Text, der heißt Luftschnappen war sein Beruf. Er ist vor ein paar Jahren bei Matthes und Seitz erschienen und übersetzt hat ihn die großartige Autorin Anne Weber.
Natürlich soll man nicht träumen, wenn man nicht darf. Dabei träumt man gerade dann, wenn man nicht darf. Und die Türen im Wind schlagen und hinaustreiben in alle Richtungen und man ohne nachzudenken die eine oder die andere nimmt, weil, ja, ich schwöre, dass hier mein Leben durchging. Nichts zwingt mich dazu. Dann sind mir Leben und Tod verflochten, doppelseitige Falle. Ich kenne die Tag- und Nachtsorgen nicht, die meine Gefährten aus Dichtung und Kunst sich aufhalsen. Was ich verfolge, liegt in anderer Richtung. Der Mann, der abends allein heimgeht, aber heim bedeutet nichts mehr, außer ganz einfach der Ort, wo man wird schlafen können. Er öffnet die Flurtür und sucht den Schalter. Schalten Sie das Licht an, um nicht zu fallen, und halten Sie sich am Geländer fest. Dieser da ist's, der mich interessiert. Dieser Mann allein in hell dunkel, der zwischen zwei Menschen steht, nicht zwischen zwei Türen, sondern zwischen zwei Empfindsamkeiten, und der es am Ende satt ist, in diesem Stück mitzuspielen, dessen Autor keinen Namen hat und dem man vergebens anfleht, sein Gesicht zu zeigen, um endlich zu wissen, wem man ähnelt zwischen zwei Gewässern, Männern, Frauen, allein im Dunkel der Treppe, der Zeitschalter geht so schnell aus. Und man weiß sich allein, da ist er, derjenige, den ich kennen möchte, wenn ich nicht da bin. Die Reste dieses Gesichts in höchster Bedrängnis, nein, die gehe ich nicht holen, wenn ich abends eingeladen bin bei einem Freund, der dieser Mann in Not war auf der Treppe. Ich bin nicht böse. Ich möchte wissen, was ein Mensch denkt, wenn er an nichts denkt. Ich möchte wissen, was Menschen sind, wenn sie wie ich präsent sind in einem Raum ohne jemand und auf die Worte des höchsten Rätsels hereinfallen. Ja, das ist ziemlich hoffnungslos. Oft rede ich mit mir selbst, ohne zu ahnen, dass neben mir ein von mir unbemerkter Herr leise meinen Wahn belacht. Ich höre auf, sobald ich sehe, wie er sich grimassierend abkehrt. Abends sagt er zu seiner Frau, der Typ, der dort oben wohnt, du weißt schon, der Pfeife raucht und immer auf seinem Motorrad sitzt, dem geht's nicht so gut, glaube ich, bin ihm heute Morgen begegnet. Er erzählte irgendwas vor sich hin und knabberte an seiner Stummelpfeife. Na, ein Intellektueller eben. Ich habe dem Mann nichts zu sagen. Georges Perrault sagt, am Menschen ist alles unsicher und hauptsächlich verleiht ihm Gestalt der Ort, an dem er lebt. Und im Fall von Perrault war das ein Ort, der hieß Douarnenez, und der liegt im Departement Finistère. Das leitet sich ab von Finisterre, das bedeutet Ende der Welt, und auf Bretonisch heißt das Ganze Penarbet und bezeichnet das Haupt der Welt, also den Anfang der Welt. Das Wappen setzt sich zusammen aus einem schwarzen Löwen, aus einem springenden Schaf und aus 5 Hermelinschwänzchen. Bach, mehr oder minder drangsaliert von den Windungen seines Bettes, den Kieseln, den Löchern, den Fischen, die sich in seiner und ihrer Nacht verlieren, ebenso scheinen davon zu schwimmen all die Worte, die ich an dich richte, Freund, den ich per Definition nie begegnen werde. Auch ist es schwer erträglich, wenn man mir davon erzählt, was ich der Autor inkognito in den Wind schreibe. Die ihrer Begabung treu sind, und wer kennt solche nicht, scheinen mir wenig verliebt ins Leben, unter anderem in ihres. Was zählt, ist, was sein wird. Wie also nicht alles Gewusste aufs Spiel setzen und sich auf hohem Zukunftsmeer das Nichts, was man das eigene Leben nennt, nochmal zum Unschuldsherzen nehmen. Mich dünkt, dass alle unsere Sünden vergeben werden können, wenn man sie wiederholt. Sonst ist's der Teufel, der sie sühnt. O Willensstärke, schöne Schelmen! Was der Wille leugnet, macht das Salz unseres Lebens aus. Denken heißt Reue verspüren. Aber weswegen? Modernes Problem. Was Zeit braucht. Eher Baustelle als Gesang. Archäologie. Niemals leid, dich zu betrachten, denn deine Rede ist unsere. Kommen und gehen, doch anders, ähnlich, stets zu sein, ein und der andere. Nichts zeigt sich seltener als das Natürliche. Dichter, Facharbeiter der Sprache. Sobald es Spiel in der Artikulation gibt, repariert er, gleicht er neu an, ohne Ende.
Die Gesundheit ist, was einem dazu dient, nicht zu sterben jedes Mal, wenn man schwer krank ist. Die Europäer sind übersättigt von einer Kultur, die sie nicht haben. Georges Perrault liebt das Meer, weil es jeden Tag da ist, so wie er auch. Und es arbeitet immer, auch wie Georges Perrault jeden Tag arbeitet. Der Unterschied ist nur, dass das Meer monströs ist, weil es so weit ist und auch tief. Und Perrault war aber der Meinung, dass es sowas wie Unendlichkeit nicht gibt, aber die Unvollständigkeit schon, aber die gibt es dafür sehr. Georges Perrault mochte den Wind. Am Meer geht der Wind meistens sehr stark, nur ist Douarnenez ist berühmt für seine sturmgeschützte Lage, was vielleicht auch der Grund ist, warum Perrault so gerne mit dem Motorrad herumfuhr, weil wenn man Motorrad fährt, dann kann man den Wind selbst machen. Jetzt zu Robert. Ich habe das letzte Mal gesagt, dass überhaupt nichts passiert wäre bei ihm. Das war aber nicht wahr, weil er hat sich nämlich beim Kochen die Hand verbrannt oder den Arm. Ich weiß es nicht genau. Brief über eine Lücke. Sie schlagen mir vor, einige Seiten zu Krieg und Frieden zu schreiben. Es ist eines jener Dinge, das spüre ich wohl, eines jener Bücher, die unsere Leiche uns vielleicht noch vorwerfen wird, ignoriert zu haben. Mit Venedig, dem 3D-Film, dem Leben in der Fabrik, dem Düsenflugzeug. Denn ich habe Krieg und Frieden nicht gelesen. Seit Jahren stecke ich meine Nase in Bücher. Ich glaube sogar, das nicht einen Tag versäumt zu haben. Und meine Anfänge liegen weit zurück. Doch welche Lücke? Wie lässt sie sich erklären? Ich kenne Tolstoi ein bisschen. Ich mag seinen großen Bart, seine grimmigen Augen, seine Qualen, die eines Besessenen, Gezeichneten sind, und den Tod, den er sich in jenem kleinen Bahnhof leistete. Ich mag den Wodka, wenn er echt ist. Und treffe ich einen Russen, vorausgesetzt er hat keine Eitelkeit in der Seele, lasse ich ihn nicht mehr los und bitte ihn, in seiner Muttersprache zu sprechen. Natürlich verstehe ich nichts. Aber ich weiß warum. Ein Gefühl, das ich bei meinen Landsleuten keineswegs verspüre. Ich berausche mich an dem Wellengang dieser Sprache, der Kinderspielzeug aufwühlt, schlecht gestimmte Geigen und den Schluckauf eines Vielfraßes. Ich höre gerne mit Vorliebe von einem Künstler von Moskau erzählen, von St. Petersburg, von den großen Parks, die unter den Salven des Frühlings explodieren und die ich nach Lust und Laune mit Anna Karenina, mit jungen Mädchen in wehenden Kleidern und mit verrückt blauen Augen bevölkere. Ich bin ein bisschen romantisch, wie Sie sehen, und wäre wahrscheinlich enttäuscht, wenn ich selbst eine kleine Fahrt, meine Fahrt, in Richtung Wolga unternähme. Aber das steht nicht so bald an. All das, oder? Und noch viele andere Herrlichkeiten erwarten mich, das weiß ich, in dem dicken, teuren Band. Ich kann es nicht erwarten, den großen Moment des Fürsten Andrei zu erleben, diesen Blick und diese sublime Einsamkeit. Das ist die Gewissheit restloser Befriedigung. Ich kann es nicht erwarten, aber ich dränge mich nicht. Da man nicht vorher sterben darf, so wäre diese Zeit schon einmal gewonnen. Zudem ist da auch noch das Leben, das unseren Träumen nur schwer widersteht und jedes Mal an Entkräftung stirbt, wenn wir es anflehen, doch bitte nicht wegzubleiben, denn die Sache ist von höchster Bedeutung. Ich bräuchte ein oder zwei Jahrhunderte Ruhe, bevor ich ihm meine Rennpferde in die Krücken treibe, die schon vor Ungeduld mit den Hufen stampfen und die ich dummerweise zurückhalte, ohne zu ahnen, ich tue so, dass diese Pferde bald nur mehr so alt sein werden wie ich und mich diese zurückbehaltene Zeit bedauern lassen werden, dieses Verschieben auf später, als wäre die Ewigkeit nicht für die anderen. In Wahrheit, und um ernsthaft zu sein, was mir fehlt, ist ein Boy, der an meiner Stelle lebte, der das für mich täte, der morgens aufstünde, meine Socken und den Rest überstreifte, sich meinen Bart rasierte, meine Hausbesitzer mit im jeweils gewünschten Tonfall grüßte, mein Herz an die Nachbarin verschenkte, meine Freunde besuchte, meine Briefe erhielte, sie beantwortete. Niemand würde etwas von diesem Winkelzug ahnen. Manchmal würde ich ihn sogar begleiten, um mich ein wenig zu amüsieren, um mich
in eine Ecke zu verstecken, von wo aus ich mich lächeln, zustimmen, erröten, danken, meine Glottis verschlucken sehen würde und sogar leiden. Nebenbei bemerkt, den Boy gibt es. Nur trennen wir uns nie. Mehr aus Schalk denn aus Liebe. Nein, er lässt sich nicht zum Teufel schicken. Ich kann noch so sehr den Beutel schütteln, fortrennen, plötzlich anhalten, so tun, als kennte ich ihn nicht. Verlorene Liebesmühe. Von Reisen brauchen wir gar nicht erst zu reden. Es kommt sogar vor, dass er sich vermehrt. An manchen Tagen hören wir einander nicht mehr. Alle reden durcheinander. Ich stammele wegen des Lärms. Die einen machen Bockspringen auf meiner Backe, die anderen brüllen in ihrer Wiege. Ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Was für ein Krawall. Man findet mich ganz sonderbar, aber wie soll ich mich verständlich machen, dass ich nichts dafür kann, dass es sich um ein Missverständnis handelt, dass man es mir nicht übel nehmen darf? Manchmal lache ich. Und mein Lachen verwandelt sich schlagartig in eine Grimasse. Sie haben auf mich geschossen. Andere Male weine ich und meine Tränen krokodilisieren sich auf halbem Weg. Dabei bemühe ich mich, aufrichtig zu sein. Aber es ist äußerst schwer, das bis zum Ende durchzuhalten. Letztlich habe ich meine kleinen Racheaktionen. Ich lasse sie die Zeitung lesen zum Beispiel. Oder die neu erscheinenden Romane. Bei dieser Gelegenheit schlitze ich den Beutel an der nämlichen Stelle auf. Eines ihrer Augen bleibt sofort in dem Schlitz stecken und so kommt es vor, dass ich eine Aufführung mit meinem Fuß sehe oder ein Band revolutionärer Gedichte mit meinem Bauch. Fast hätte ich das Wichtigste vergessen. Sie träumen und sind von Natur aus Schlafwandler. Sie halten meine Schädeldecke für ein Dach und stoßen schreckliche Schreie aus, wobei sie den Mond beschimpfen. Welch eine Belästigung. Kurz, ich fühle mich sehr selten einsam, da alle sich für das Gleiche interessieren. Wenn sie zusammenkommen und so aneinander kleben, dass sie, so lebhaft ist ihre Aufmerksamkeit, nur noch eines sind, leihen sie sich meine Augen, mein Herz, sie geben sich hin oder danken ab zu meinen Gunsten. Ich habe dann den Eindruck, ganz leer zu sein und im Begriff wegzufliegen, das herrliche Gefühl, im Gefängnis zu sein. Doch bei der kleinsten Geste, peng, kracht die ganze Schar wieder auf mich herunter, das Leben fängt wieder an, das Gerangel, siehe oben. Kurz, ich fühle mich sehr selten einsam, da alle sich für das Gleiche interessieren. Wenn sie zusammenkommen und so aneinander kleben, dass sie, so lebhaft ist ihre Aufmerksamkeit, nur noch eins sind, leihen sie sich meine Augen, mein Herz, sie geben sich hin oder danken ab zu meinen Gunsten. Ich habe dann den Eindruck, ganz leer zu sein und im Begriff wegzufliegen. Das herrliche Gefühl, im Gefängnis zu sein. Doch bei der kleinsten Geste, peng, kracht die ganze Schar wieder auf mich herunter, das Leben fängt wieder an, das Gerangel, siehe oben. Trotz allem habe ich Hoffnung. Ich weiß aus Erfahrung, dass es ziemlich unmöglich ist, sich selbst ins Gefängnis zu sperren. Dazu ist man nicht in der Lage. Und wenn, dann um alle Götter des Schöpferischen zu mobilisieren. Doch hoffe ich in Anbetracht dieser betörenden, vor versammelter Familie laut vorgetragenen Lektüre, dass mir eines Tages alle Geleitschutz geben, ohne dass eine Störung droht. Wann, wo und mit Hilfe welcher List? Fragen Sie mich was Leichteres. Die Gelegenheit wird den Dieb machen. Es verlangt mich so oft danach, meinen Nächsten zu töten, dass ich ihn am Ende noch verstümmeln werde. Am liebsten wäre es mir, wenn es nebenbei passierte oder aus Zerstreutheit und ganz und gar nicht aus Hass oder Aggressivität, was mir Reue einflößen und meine Lektüre behindern könnte. Sie sehen, dass ich nicht reif bin. Aber Sie können mir vertrauen. Und seien Sie beruhigt. Wenn wir uns treffen, Sie stehen nicht auf der Liste. Es gibt in Tuonuni 3 Häfen. Manchmal steht auch, es gibt 4 und zusätzlich noch eine Bucht. Und in der Bucht liegt zusätzlich noch versunken eine Stadt. Aber man weiß nicht so genau, wo sie liegt, weil das Meer ist tief und gefährlich. Es war noch, Tristan und Isolde waren auch in Tuonuni. Und Isolde war schon tot und Tristan war am Scheiterhaufen und ist dann aber davon geflüchtet und auf die Klippen, weil er nämlich sterben wollte. Und er wollte schon springen, aber der Wind hat ihm, der an dem Tag außergewöhnlich stark war, hat ihn am Umhang gepackt und auf eine kleine Insel getragen, die vor dem Hafen liegt, und hat ihn gerettet, und ein paar Tage später ist er dann aus Kummer gestorben. Diese Insel gibt es auch in
Wirklichkeit und sie ist ein Naturschutzgebiet und es dürfen aber nicht so viele Touristen gleichzeitig dorthin. Es sagt der Tourismusverband von Duanini, sagt, dass der Ort eine Sardinenhochburg ist. Es sind allerdings im Jahr 1880 plötzlich die riesengroßen Sardinenschwärme ausgeblieben, für die das Meer dort berühmt ist. Man wusste nicht, wo sie hingegangen sind. Nach 20 Jahren sind sie wieder zurückgekommen und es war Georges Perrault, war auch nicht immer dort. Er hat zum Beispiel am Anfang seines Lebens gelebt im Gewimmel von Paris und war dort. Zuerst hat er in einem Buchgeschäft gearbeitet und dann war Mitglied im Ensemble der Comédie Française und hat zum Beispiel Molière gespielt. Theater, das ist geteilter Wahnsinn. Alle Theaterfiguren sind verrückt. Ein Wahnsinn, der weiter verbreitet wird. Ich weiß, dass ich alles, was ich jetzt sage, nicht sagen sollte, aber ich sage es trotzdem. Er hatte 5 Kinder, einen Hund, eine Katze. Er rauchte Pfeife und trank Tee. Er konnte in der Nacht nicht schlafen. Und seine Mutter, die aus dem französischen Norden kam, die hatte den Zucker immer im Mund und nicht in der Tasse, wenn sie Kaffee trank. Georges Perrault aß am liebsten sein Butterbrot mit Rohrzucker. Seine Großmutter hatte die Angewohnheit, dass sie ihm beim Spielen immer so die Ohren nach vorne bog. Und er gab an der Universität Kurse in Unwissenheit. Stopp. Man sagt mir, ich sei geboren, aber in so einem komischen Ton. Ich misstraue denen, die mich lieben und die Wahl nicht haben, es nicht zu tun. Kurz, ich erwarte Bestätigung dieses verdächtigen Ereignisses. Hat mir doch bislang nichts das beneidenswerte Gefühl verschafft, ganz und gar auf Erden zu sein und nicht von einem Himmel abzuhängen, der weit öfter das Hemd wechselt als ich. Nun gut. Es ist ja gleich. Ich bin für die menschliche Rede, ich bin für die Hälfte Brot. Verzweiflung heißt Schweigen und bedrückt euch meine Sprache, wenngleich fliehend und geschwind. Nichts leichter als das. So werft dieses Buch nur in den Wind. Georges Perrault spielt Klavier. Nicht lang sind wir gescheiden, als fertig bei dir sein. Die kurze Frist in jedem, denn ich in Liebe da. Erholen bis der Morgen des neuen Tages erscheint. Wer von Helden Sorgen auf ewig uns verbannt, leb wohl, leb bis der Morgen des hohen Tages erscheint. Wer von Helden Sorgen auf ewig uns Ich kann die Künstler nur beneiden, die von der Zeit derart überwältigt werden können, dass eine Baustelle ausbricht, sich vor ihnen auftut und ihnen eine Arbeit ermöglicht, die es ihnen fortan erlaubt, beschäftigt zu sein, im selben Sinne wie ein Tischler, ein Maurer, ein Holzfäller und so weiter. Das zu Beneidende ist die Verwandlung des eigenen Künstlertums in Handwerk. Bleibt die Inspiration. Ein schwer auszusprechendes, unmöglich zu übersetzendes Wort, weil es nichts umfasst und widerrufen wird vom Arbeiten selbst.
Wenn man die Kulissen gut kennt, braucht man nicht mehr in den Saal zu gehen. Noch weniger auf die Bühne. Wohin dann? Niemand verdient niemandes Literatur. Niemand verdient niemandes Literatur. Man schreibt frontal, man liest im Profil. Ich weiß, dass ich keinen der Schlüssel besitze, die die Pforten der Zukunftswelt aufschließen werden. Aber ich weiß nicht, ob es Lacan ist, der in seiner Tasche mit ihnen klimpert. Aus seiner außerordentlich verschleierten Sprache, die mit Stacheldraht und Gittern versehen ist, als hätte er Mallarmé in die falsche Kehle bekommen, beziehe ich nur Beunruhigung. Doch ist es vielleicht nicht die seine, noch die, die er wiedergeben will, wenn überhaupt. Ich würde nicht sagen, dass er die Welt zum Narren hält, nein. Vielmehr vergisst er sie und das mit der Euphorie, die jenen Intellektuellen eignet, die die Sprache in Frage stellen. Um ihn zu durchdringen, muss man auf den Menschen der Zukunft hoffen, wie er aus dem Lacanschen Puzzle hervorkommt, falls er sich je dort hineinbegeben hat. Wir werden folglich niemals, niemals erfahren, was hinter dieser Heimlichtuerei steckt. Literatur besteht von dem Moment an, in dem der Text nichts anderes kann, als aus seinem ursprünglichen Vorhaben herauszutreten, um sich in eine Zeit zu begeben, die in der Schwebe ist, eine Zeit ohne Zweck, eine Art Koma. Diese Zeit ist es, die die Kindheit ausmacht, die Kindheit ist, und von dieser Zeit aus schreibt man, ohne es zu wollen. Der böse Reaktionär. Seine Übersetzerin heißt Anne Weber. Sie hat zum Beispiel aus dem Französischen Marguerite Duras ins Deutsche übertragen und umgekehrt Handke ins Französische. Sie schreibt über den Helden von Perus, dass er mehr durchs Leben stolpert als schreitet und dass so das Allerwesentlichste an ihm ist, ist die unfassbar große, bodenlose Verblüffung über seine Existenz. Rue Jean Goujon habe ich eines Tages Sartre gesehen. Salacrou stellte vor, was mich sehr wunderte. Aber vielleicht haben sie sich in der Normandie angefreundet. Es ging darum, die Welt zu lehren, was Existenzialismus ist. Ein Humanismus nämlich. Es war sehr heiß, eine Frau fiel in Ohnmacht in ihrem Ansich. Salacrou bricht sich ein Bein pro Jahr oder fast beim Klettern auf die weißen Gipfel der Erde. Dagegen habe ich ohne jede Bosheit nichts auszusetzen. Es hindert ihn nicht am Schreiben. Doch leider interessieren mich seine Theaterintrigen schon lange nicht mehr. Und wenn er uns von Gott, vom Teufel, vom Tod, kurz von seinen Ängsten erzählt, traue ich kaum meinen Augen. Die Sonntagsphilosophen sind nicht die Samstagsphilosophen und Sartre könnte die ganze Woche ohne auskommen. Diese Dinge schreibe ich nicht, um zu ärgern oder geliebt zu werden. So wirkt nun einmal je nachdem meine Anerkennungspumpe. Dass man nichts mag, beweist man, wenn die Lauheit einen treibt zu sagen, ist nicht schlecht, mach das erstmal nach. Davor behüt mich Gott. Man kann nicht schade eigentlich auf zwei Hochzeiten noch mit zweien zugleich tanzen und zoll ich dem einen Bewunderung, wieso nicht Zeche zahlen und dem anderen Nein sagen. Ohne die Freiheit zu tadeln, kein Lob und kein Schmeicheln. Oh, die acht Füße des Figaro. Das Risiko ist kleiner. In einer Zeitung kriege ich zwei Zeilen. Letzteres ist schon da gewesen. Mehrere Fragezeichen hinter meinem Namen. Ja, wo kam ich denn her, der ich wagte zu schreiben, dass Colette nicht immer Genie besaß? Was hat dieser Typ da mitzureden, auf dessen Werk wir noch warten? Danach bekommt er vielleicht die Erlaubnis, von seinen großen Vorfahren in diesem unstatthaften Ton zu reden. Ich liebe, wen ich liebe, pardon. Und fühle mich zu oft allein, wenn ich sage, was ich muss, weil ich spüre. Und sei es dumm für einen, der sich weigert, er selbst zu sein, falls dies zu schwierig, obgleich wirklich nicht sehr gefährlich. Ich schrieb ab und an für eine Zeitschrift und tötete Buch um Buch. Ich dachte etwas einfältig, gebe ich zu, ein Autor weniger, oh Überraschung. Am nächsten Tag begegnete ich dem fraglichen Autor überaus selbstgewiss auf einer Kaffeeterrasse an seinem neuen Roman sitzend und zwischen zwei Gläsern sich fragend, welcher Esel seine Zeit mit drei Zeilen zu ihm vergeudet habe. Also gab ich es natürlich auf zu töten, was schon tot war, doch nie genug die toten Glocken seines Schicksals hören wird. Jener Autor und Familienvater ist sehr ehrenwert, seien sie weniger streng, sie schreiben selbst, man wird sie nicht schonen. Und die Vorsicht will, dass sie sich immerhin eine Audienz verschaffen. Wenn sie sich mit X entzweien, kann Y sie nicht mehr leiden. Und was meinen sie, wenn erst A, B, C, D?
Sie schneiden, Sie haben keine Idee, wie schnell man enttäuscht in der schönen Literatur. Loben Sie die, wenn man sie hört, paar wenigen, die Ihnen genehm sind. Aber Silenzium, kein Sterbenswörtchen bitte über die, die nicht nach Ihrem Appetit geraten sind. Das kann klappen zwischen uns. Ich bin der Erste, der alles sagt, was er denkt, solange nichts davon in der großen oder kleinen Presse durchscheint. Es braucht Sohne und Sohne. Sie sind nur ein schwaches Glied, also schlucken Sie Ihre Galle runter. Dies ist der Rat eines guten Freundes. Jane Birkin lebt in der Nähe von Douarnenez, nämlich in der Nähe von Saint-Papu oder Saint-Papou. Ich weiß nicht genau, wie man sagt, das ist bretonisch, ist eine bisschen mysteriöse Sprache, über deren Aussprache ich überhaupt nichts weiß. Es kommt jetzt gleich ein Lied und es heißt Jane B. Und es geht darum, um eine Frau, sie ist zwischen 20 und 21 Jahre alt. Ihre Haare sind braun, ihre Augen sind blau, ihr Teint ist blass. Und sie ist ungefähr um 5 Uhr morgens verschwunden. Wir lernen von Anne Weber, im Französischen sind die Worte für Ich und für Spiel beinahe das gleiche. Eins davon hat ein U mehr am Ende. Und auch mit der Bezeichnung für Wurm und für Vers verhält sich so. Und dann gibt es noch drei Wörter, die sind fast so wie Drillinge. Und zwar sind es die Liebe, das Meer und der Tod. Die heißen auf Französisch Amour und Meer und Mort. Es kommt jetzt Anne Weber selbst. Sie ist die erste lebende Autorin, die im Leseclub vorkommen darf, weil sie nämlich so gut ist. Und sie hat für ihren Verlag, für Matthes und Seitz, hat sie so ein Video aufgenommen. Und weil wir das irgendwie schön fanden, kommt sie jetzt mit ihrer eigenen Stimme und mit ihren eigenen Worten vor. Und es geht eben um ihren neuesten Roman, der ist vor ein paar Wochen erschienen. Und er heißt Annette, ein Heldinnen-Epos. Und es geht darum um eine Widerstandskämpferin. Wer ist die Heldin? Annette. Annette wird sie genannt, ihr eigentlicher Name ist Anne Beaumanoir. Es ist keine erfundene Figur, es gibt sie. Sie lebt in Südfrankreich. Annette ist Bretonin. Als junge Frau war sie in der Résistance, dann wurde sie Ärztin. Sie hat für die Unabhängigkeit Algeriens gekämpft und ist dafür zu 10 Jahren Haft verurteilt worden und geflohen. Ich bin ihr zufällig begegnet. Sie ist heute 96,5. Wir sehen nun verschiedene Männer. Bei keinem von ihnen handelt es sich um Georges Perros. Une fois à quai, il faut décharger le poisson et le préparer pour la vente. Il sera livré à Audierne ou à Douarnenez.
enfin, on peut pas rester. Non, mais si, ils arrivent aux autres. Alors, là, il est libéré. Klebebilder sind eine Anspielung auf Collagen von Max Ernst. Perros schrieb so drei riesengroße Notizhefte voll. Sie waren eigentlich nicht zur Veröffentlichung gedacht, aber er brauchte dann halt irgendwann Geld, glücklicherweise. Er hat sehr, sehr viel notiert, aber auch nicht jetzt zu lange, weil ihn das Notieren sehr erschöpft hat. Und er hat sich dann nach dem Schreiben auch so sehr oft schlafen gelegt. Und es steht im Vorwort zu den Klebebildern, steht, dass ein Roman immer versucht, das Chaos, das die Welt ist, zu ordnen und in so eine gewisse Form zu bringen und dass sich die Notiz genau dem verwehrt, also dass sie die Welt in der Uneindeutigkeit, die sie hat, belässt. Und Georges Perros ging es darum, also das schrieb er, dass er am liebsten die Dinge schildern wollte in ihrem allerunnützesten Flug. Und im Vorwort steht auch, dass es bei seinen Notizen so ist, so als würden sie an den Rändern stehen von einem ganz riesengroßen Roman, der aber unsichtbar ist. Und die Notizen sind so wie die Wächter, die diesen Roman bewachen. Und Perros hat irgendwann mal gesagt, dass einen Roman kann er immer noch schreiben, wenn er tot ist. Das Meer und die Fische. Sie sind 15, 16 Jahre alt. Sie gehen zur Schule. Sie leben bei ihren Eltern. Abends, nachdem sie rasch ihre Algebra-Hausaufgaben erledigt haben, öffnen sie ihr Tagebuch. Sie füllen die Seiten im Fieber der Inkonsistenz. Alles kommt hinein, die Liebe, die Einsamkeit, das Genie, der Ärger über das Elternhaben, die großen Themen. Nachts lesen sie. Sie schicken überspannte Botschaften an ihre großen Figuren, die antworten, dass sie nicht da sind, und manche ihrer Hirngespinste an ihren Französischlehrer, der schon ein Auge auf sie hat. Der wartet, dass sie seine Hoffnungen bestätigen. Er ist begabt, der Kleine. Er ermutigt sie zu schreiben. Na, sie tun ja nichts anderes. Seltsam. Doch der Floh bleibt nicht sitzen im Ohr. Die Jahre vergehen, sie haben nicht locker gelassen. Zeigen Sie doch mal Felix etwas, der kennt einen Verleger. Gut, dann also los, der große Tag naht. Ein Brief trifft ein. Es ist soweit. Sie sind Schriftsteller, treten Sie ein, Sie gehören zu uns. Ah, Sie freuen sich natürlich, sind beinahe ergriffen, aber irritiert, ein wenig beunruhigt. Sie hatten die Ewigkeit vor sich und nun bleibt Ihnen nur noch eine magere Zukunft, die tröpfchenweise nach dem Urteil anderer bemessen wird. Sie wollten gekrönt werden. Ja nun, Sie sind es. Sie waren nichts. Nun sind Sie jemand. Der 28. der So-und-So-Reihe. Man erwartet bereits Ihre nächsten Bücher. Man fragt sich, Strohfeuer, taugt er etwas? Hat er wirklich etwas zu sagen? Man weiß nie, es wird sich zeigen. Sie fühlen sich in einen seltsamen Wettkampf verwickelt. Halb Pferd, halb Mensch. Sie stehen im Kurs auf einer imaginären, aber bedrohlichen Startlinie. Los! Mit ein bisschen Glück, viel Arbeit und kleinen Entsagungen können Sie in circa 20 Jahren einer Jury vorstehen. Man wird Sie nach Papeete schicken, um dort Vorträge über La Fontaine zu halten. Sie werden nicht mehr erwartet werden. Nein, Ihre 15 Romane halten Mittagsschlaf in den Stadtbibliotheken. Man wird Sie in irgendeine Akademie hineinkatapultiert haben. Sie werden sich über die Arbeiten der Jüngeren auf dem Laufenden halten und alle 14 Tage einem oder zwei von Ihnen Ihren Segen geben. Jedes Jahr werden Sie dem Erwählten Ihres Herzens Ruhm versprechen, denselben wie den Ihren, ohne ihn nach seiner Meinung zu fragen. Bis dahin, Achtung, zeigen Sie Benehmen. Man wird Sie vorstellen.
Sie werden die Ehre haben, den offiziellen Repräsentanten der Reihe B zu erspähen, anlässlich einer Händel-Schüttel-Sitzung in den Salons der Herzogin von La Rochefoucauld. Man wird einige große Männer aus dem vorigen Krieg bitten, ihnen Mut zuzusprechen, für die Lektüre ihrer Bücher vermutlich. Sie werden gute Miene machen, vertrauenserweckend aussehen müssen, wie eine leichte, überreife Tomate. Man wird ihnen Öl und Essig auf den Kopf schütten, um zu verhindern, dass sie sich für Shakespeare halten. Sie werden sagen können, dass sie sehr gut Alfred oder Theodule kennen, bedeutende Figuren, in deren Toiletten man ihnen erlaubt haben wird, ihre Hose herunterzulassen. Mein Gott, man hat Umgang oder nicht. Sie werden neue Freunde gewinnen, zukünftige Feinde. Man wird sie fragen, woran sie im Moment arbeiten, ob sie immer noch XY sehen, ob diese sich immer noch bereit finden, sie zu sehen. Im gegenteiligen Fall werden sie mit Exkommunikation bedroht, aus dem Adressbuch gestrichen. Denn man kennt keinen Spaß. Sie werden Menschen kennenlernen, deren Werk sie interessiert. Die anderen interessiert es leider auch. Es ist merkwürdig. Diese Menschen werden verlegen sein. Weniger als sie, gewiss, aber auf ganz andere Weise. Sie werden den Eindruck erwecken, als sei das, was sie geschaffen haben und was sie bewundern, nichts. Als würde man sie beleidigen, wenn man von ihren letzten Büchern spricht. Lediglich das letzte Buch zählt, aber darüber wollen sie nicht reden. Wenn sie ein einziges Wort loslassen über dieses Werk, das unfehlbar die zwischenmenschliche Liebe wiederherstellen wird, werden sie jede Lust am Schreiben verlieren. Man schreibt nicht für die jetzigen Menschen, sondern für die von morgen. Wir können einander nicht verstehen, unmöglich. Sie brauchen gar nicht zu insistieren auf Wiedersehen. Das ist es, was man das Recht auf Banalität nennen könnte. Ein teuer bezahltes, gebe ich zu. Man wird sie fragen, was sie von den jüngsten Ereignissen halten, von denen sie nichts wissen werden. Von jenem Roman, den sie nicht gelesen haben werden, sie werden tapfer antworten. Man wird sie zur Linken und zur Rechten befragen. Sie werden das Gefühl haben, zwischen zwei Stühlen zu sitzen, doch werden sie trotzdem ihre nuancierte, wenn auch wackelige Meinung abgeben. Man wird sie einladen. Man wird herausfinden wollen, wie sie sich durchschlagen im Gespräch, ob sie sympathisch, schalkhaft, neugierig sind. Vor allem den Gattinnen ihrer Kollegen werden sie gefallen müssen. Sie werden merken, dass manche Leute sie auf der Straße nicht mehr grüßen. Sie mögen ihre Arbeiten nicht, aber ganz und gar nicht. Sie werden es ihnen nie sagen. Nein, sie sind tot. Es gibt sie nicht mehr. Das ist alles. Sie sind ein Dummkopf, ganz einfach. Und einer weniger im Haifischbecken. Atmen wir tief durch, oh Brüder. Dieser, dem man sie freundlicherweise ein Dutzendmal vorgestellt hat, ohne dass er geruht hätte, seine anfängliche Geringschätzung zu überwinden, wird sie beim 13. Mal am Arm nehmen und sie einladen, mit ihm etwas trinken zu gehen. Er braucht einen Fremden, um ihm das Ende seines Romans zu erzählen. Jener, der ihnen oftmals eine rührende, weil uneigennützige Freundschaft bekundet hat, wird ihrer ausgestreckten Hand und ihrem angespannten Lächeln zum Trotz an ihnen vorübergehen, ohne sie zu sehen. Man weiß nie, wie der Wind dreht, Fisch oder Fleisch. Jener gibt ihnen sein Manuskript, sie müssen es lesen, und zwar so schnell wie möglich. Es ist ernst, um ihm zu sagen, was sie davon halten, ganz offen, ich bitte sie darum. Sie sitzen die ganze Nacht über der Sache, sie sagen ihm, naja, es ist nicht schlecht, und empfehlen ihm, gut auf die Zeichensetzung Acht zu geben. Vortrefflich, danke. Am Tag darauf wird er sie nicht mehr anschauen. Er wird andere Sorgen haben. Sie waren der Aufklärer. Wechseln wir zu den Aufgeklärten. Jener andere wird sie übel beschimpfen, Intellektueller, Parasit etc. und mit der Faust auf den Tisch hauen. Da wird er verkünden, dass die einzigen, mit denen er verkehren, die er lieben und ertragen kann, die Hühner sind, die echten, gack, gack, gack. Und das einzige, die Natur. Man wird ihm am Vortag einen Preis verliehen haben und sie werden gewirkt haben, als seien sie nicht auf dem Laufenden. Langweilig wird einem nicht. Das schwöre ich Ihnen. Sie werden ihre Subjektivität, Sie wissen schon, was ich meine, in einer Objektivitätsfestung verstauen müssen. Und wenn Sie sich auch nur ein kleines bisschen Mühe geben, hinzuhören, werden Sie merken, dass die Trockensten im Schriftlichen die Triefendsten im Mündlichen sind. All Ihre restliche Zärtlichkeit wird den erbärmlichen Geständnissen derjenigen gehören, die hin und her gerissen sind zwischen Hass und Liebe. Zwischen dem Hass derer, die unter dem Seelenvorwand die menschliche Lüge fortführen, und der Liebe derer, die widerstehen, obwohl sie in dieser Lüge gefangen sind, die leider vielleicht das Leben selbst ist. Sie werden eine kleine Entdeckung machen, die ihre Bedeutung hat. Die Menschen lesen nicht, was Menschen geschrieben haben. Sie sprechen darüber, sagen, das ist gut, das ist schlecht, aber sie wissen weder zu lesen noch zuzuhören. Der größte Irrtum der Schreibenden besteht darin zu glauben, man lese sie. Es braucht mehrere Generationen von Lesern, um ein Buch vollständig zu entdecken.
Langweilig wird einem nicht, aber auf die Dauer ist es ein wenig ermüdend. Nachdem Sie einige Male mit schmerzlichen Gefühlen in Ihr Zimmer zurückgekehrt sind, werden Sie sich fragen, wo Sie gelandet sind, in welchem Wespennest. Sie werden sich verheiratet fühlen. Das kann eine angenehme Sache sein, heißt es. In diesem Fall, nein. Sie haben alles getan, das Aufgebot zu bestellen, ohne an die Folgen zu denken. Und Ihr eigentliches Naturell, das Sie etwas forciert hatten, wird wieder die Oberhand gewinnen. Es wird zwar nicht im Galopp, aber doch in zaghaftem Trott wieder zurückkehren, damit Sie Zeit haben, zu begreifen, in welches geheimnisvolle Land es Sie verschlagen hat. Es ist ganz einfach. Sie sind in der Republik der schönen Literatur. Was Ihnen zu tun bleiben wird, ist nur noch, da wieder herauszukommen. Schwierig. Jemand wird Ihnen helfen können. Jemand, der nie mit Ihnen dort eingekehrt ist. Der immer in der Kneipe gegenüber auf Sie gewartet hat. Der weder Ihre Seele noch Ihre Hellsicht, entlocken Sie mir nicht zu viel Blödheit, jemand, der Sie weder verabscheut noch liebt, dem es recht gleichgültig ist, was Sie machen, was aus Ihnen wird. Jemand, der Sie ohrfeigen kann oder zärtlich Ihre Not wieder gerade biegt. Jemand, der einer Frau ähneln könnte, wenn das denn vorstellbar wäre, der Ihre inneren Kerzen wieder neu entzündet, Ihren intimen Dachboden erleuchtet, der Sie lehrt, wieder die Schule zu schwänzen und Ihnen beibringt, dass ein Mensch nicht schreibt, um seinen Mitmenschen zu gefallen oder zu missfallen, dass es nicht von Bedeutung ist, ob man sie nun als Genie oder als Dummkopf behandelt, dass jenes zumindest als seltsam zu bezeichnende Phänomen, das darin besteht, aus einem anderen Grund als dem unmittelbaren Nutzen zur Feder zu greifen, einem leidenschaftlichen Bedürfnis entspricht, neben dem alle anderen verblassen. Jemand, der wieder Ordnung bringt in den Sack, der Sie sind. In diesen Bauch, in dieses Herz, in die Haut dieses Sacks. Und der Sie inmitten der Literatur zurücklassen wird, die Ihren Namen, aber sonst auch nichts, der oben genannten Provinz verdankt. Die wie der Himmel dieser bevölkerten Gegend ist. Ein Himmel befreit von den Keimen, die sich dort tummeln und von deren Kleinkriegen. Ein Himmel, in dem unablässig für jedermann und niemand die Sterne der Abenteurerin Sprache glitzern. Dieses Feuer der Armen. Georges Perrault spielt ein Lied am Klavier. Es ist die Vertonung eines Gedichts von Jacques Prévert. Und es geht darin um Vögel, um sehr viele Vögel, die in einem Feuer umkommen. Und auch im Horizont sieht man ein Schiff fahren, das mit sehr vielen Vögeln beladen ist. Und das Schiff sinkt. Das Lied ist sehr traurig. Par milliers, il vole vers les feux. Par milliers, il tombe par milliers. Il se cogne par milliers, aveuglé par milliers, assommé par milliers. Il va. Ne peut supporter des choses pareilles. Les oiseaux, ils les aiment trop. Alors il dit, tant pis, je m'en fous, et il éteint tout. Au loin, un cargo fait naufrage. Un cargo venant des îles, un cargo chargé d'oiseaux, des milliers d'oiseaux des îles. Des milliers d'oiseaux noyés. Auf Wiedersehen. Der Leseklub sagt gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal wieder am
5. Juni, der Vollmondnacht, da sich der Leseklub entschlossen hat, seinen Rhythmus dem der Menstruation anzupassen. So hören hier nun einige Gesänge aus der Sammlung Wort des lebendigen Rottens. 88 Gesänge zum Austreiben. Ich spreche nun Gesang 43. Gestern machen wir den Teufel an die Wand. Heute bringen wir ihn um. Morgen sind wir Gott. Fürchtet euch, ihr schlechtes Geschlecht. Nun Gesang 53. Man drücke die Leute mit Arbeit, dass sie zu schaffen haben und sich nicht kehren an falsche Rede. Und es wird hernach gut sein, auch bei dir. Gesang 18. Der Grin sei mit dir, du schärfe Sau, du zerfledderte Sau. Gesang 51. Der Satan wütet in deinem Geld. Der Satan wütet in deinem Kind. Der Satan wütet in deinem Bett. Der Satan wütet in deiner Kunst. Der Satan wütet in deinem Gulasch vor dir und auch in deinem Wein. Der Satan wütet mit dir dahin und du wehrst dich nicht. Du weißt ja, wer dein Satan ist. Komm, sage. Gesang 27. So viele Hineindreher und Posnägel hier an diesem Bett, dass man einmal aufstehen muss und fest ausholen und mit einem Schlag sind sie alle nackt. Gesang 20. So eine falsche Sau wie du, wie sie tut Zwietracht hinschütten wie Farbe auf ein Schüttbild auf das Volk, das sich nicht wehrt gegen diese Unwahrheiten, ja, lügt und missgünstigt und lügt und trügt und lügt und missgünstigt für solche wird des Volkes decken, wieder ein Geführt als dann. Über die falsche Sau geworfen und jeder kann dann hindrischen, wie und solange er will. Gesang 8. Es begab sich auf einen Tag, da das verdammte Kind nicht wusste, wohin mit seinem Schlendrian, also es sich einfach einrollte und verstarb. Nun kamen viele Kinder und geiferten und spotteten wohl an und wurden tolle und traten mit den Schuhspitzen gegen den Leichnam immer fester und fester und siehe, das tote Kindlein ging auseinander dabei und platzte auf und zerlief und breitete aus seinen Eiter samt Säften und all dem Quagel auf das wohlfeile Schuhwerk der Tretenden hin, dass sie knöchelhoch drin standen im Kindsdreck
und wegwarten mussten. Gesang 2. Erquick dich, du undankbarer Fetzen.